Und ich bitte Sie, der Rednerin zuzuhören. Genau, da können wir was lernen. Sehr guter Hinweis. Sehr geehrter Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zuerst Dorothee Beer zu ihrem neuen Amt beglückwünschen und hoffe, dass sie ihre Ziele, Deutschland bei der Digitalisierung von den letzten Rängen auf vordere zu bringen, auch erreicht. Sie wird es dabei aus zwei Gründen allerdings nicht leicht haben. So zeigt sich immer noch ein gewisses Kompetenzwirrwarr, denn kaum war sie als Staatsministerin für Digitalisierung ernannt, hieß es schon, dass sie dem Chef des Kanzleramtes ja nur zuarbeiten soll. Ihre Richtlinienkompetenz wurde damit schon zum Start mit einem Fragezeichen versehen, und das ist nicht nur für Sie ein Problem. Am deutlichsten erkennt man die Erreichbarkeit der Digitalisierungsziele im Koalitionsvertrag allerdings am Geld. Zum wiederholten Mal hat eine GroKo beschlossen, dass die öffentliche Verwaltung elektronisch werden soll. Vor meinem inneren Auge fährt der Bürgerbus an einem Markttag in einer kleinen brandenburgischen Stadt vor, in dem eine Beamte alle Dienstleistungen vor Ort anbietet, bequem erreichbar und schön barrierefrei, auch für den Opa, der mit Computern nichts am Hut hat. Das geht aber nur, wenn der Bürgerbus auch Internet hat und wenn es alle Verwaltungsdienstleistungen online gibt. 5.700 solcher Dienstleistungen gibt es. Laut Normenkontrollrat kostet es 1,7 Milliarden Euro, die häufigsten 60 dieser Dienstleistungen elektronisch bereitzustellen. 1,7 Milliarden für 1% der Verwaltungsdienstleistungen. Im Koalitionsvertrag steht eine halbe Milliarde für 100% der Dienste. Das sind 6 Euro pro Bürgerin, verteilt auf 5 Jahre, ein 400stel dessen, was es pro Kopf für Militär gibt. Damit ist die elektronische Verwaltung so wahrscheinlich wie die morgige Eröffnung des BER-Flughafens. Weder der Digitalpakt in der Bildung noch der Glasfaserausbau sind so finanziert, dass ihre Ziele wirklich erreichbar sind. Und so wird es auch 2025 keinen Rechtsanspruch auf eine Gigabit-Leitung geben. Aber das kann der Regierung ja Schnurz sein, denn 2025 ist sie schon ein paar Jahre nicht mehr im Amt. Ganz schön clever, sich Ziele zu setzen, für die man gar nicht mehr Rechenschaft ablegen muss. Nein, das Digitalisierungsprogramm ist kein großer Wurf. Es fehlt am erkennbaren Umsetzungswillen, aber auch an einer übergreifenden Strategie, die nämlich die schlichte Frage beantwortet, in welcher digitalen Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben? Eine Regierung, der dafür die Vision fehlt, die kann nur Stückwerk liefern, und genau das hat sie auch getan. Und so können digitale Monopole ungestört weiter unsere Demokratie gefährden, weil auch da der Mut fehlt, das Gemeinwohl stärker zu vertreten und Technologie primär in den Dienst der Menschen und nicht der Wirtschaft zu stellen. An keiner Stelle wird die digitale Revolution mit einer sozialen verknüpft. Die langfristigen sozialen Folgen der Digitalisierung, die sind der Elefant im Raum, über den die GroKo nicht mal spricht, und das auch noch 4 weitere Jahre lang. Im Übrigen gehören Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht ins Strafgesetzbuch. § 219 gehört abgeschafft. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Dieter Janicek, Bündnis 90.